Hallihallo und herzlich willkommen aus Prien am Chiemsee von der Strecke Salzburg-Rosenheim. Warum stehen wir hier in Prien? Das liegt daran, dass wir uns den Mastery Reward angucken werden, den es für die Strecke Salzburg-Rosenheim gibt. An dieser Stelle, ihr habt es gerade schon gehört, an dieser Stelle einen großen Dank an den Modder Muff bzw. Muff, der sehr, sehr schnell seine Mastery Reward Strecke geupdatet hat. Wir können hier einmal zur Dampfeisenbahn mal runtergehen und schauen, was uns da so erwartet. Hier noch eine Streckenkarte. Genau, Dampfeisenbahn weiter geradeaus. Und wenn wir dann hier hochkommen, ankommen, dann, voilà, sehen wir eine deutsche Dampflok. Eine wunderbare kleine Meterspur-Dampflok, die allerdings nicht fahrbar ist, sondern sie ist nur, glaube ich, Szenerie, sofern ich das richtig verstanden habe. Aber ist das nicht toll? Auch richtig mit Sounds. Genau, also das hier ist die Lok, die vorne dran hängt. Dann haben wir hier noch die Wagen. Cool wäre, wenn wir wenigstens in die Wagen könnten. Geht das? Nee, geht leider auch nicht. Ja. Das geht nicht, aber es sieht wirklich sehr cool aus. Also da sind sie mal extra wirklich mal die extra Runde gegangen und haben hier diese Wagen noch ausmodelliert und die ganzen sogar noch Sounds gegeben. Da muss ich echt sagen, das ist cool. Das ist wirklich cool gemacht. Wir gucken uns gleich die Wagen noch näher an. Wir schauen mal hier rum. Hier ist noch einer am Telefon. Die Leute, was machen die hier? Ah, das ist auch cool. Die stehen hier und wollen ein Ticket kaufen oder so. Das ist cool gemacht. Also solche Kleinigkeiten, ne? Für die zum Beispiel auch TSG ja sehr gelobt würde für solche Kleinigkeiten. Ehre, wem Ehre gebührt. Oder Lob, wem Lob gebührt. Da muss man auch DTG einfach mal loben für diese Sache. Und wir können auch mal gucken, ob wir was in den Wagen erkennen können mit der Kamera. Gehen wir mal hier auf Schärfentiefe 100% und setzen den Schwerpunkt auf 100%. Ja, tatsächlich mit ausmodellierten Innenräumen, ne? Also Holzklasse zwar. Ja doch, tatsächlich richtig hier mit Holztexturen, die sind sogar noch sichtbar. Oder gucken wir uns erstmal vorne die Lok mal etwas genauer an. Nehmen wir einmal das Kameratool weg. Ja, sehr schön hier mit dem Licht noch vorne dran. Das sieht schon cool aus. Natürlich fehlen dann die ganzen Details, die bei einer echten Dampflok noch dazukommen müssten, bei einer fahrbaren Dampflok, aber die ist halt nicht fahrbar. Das ist ja nur Szenerie. Von daher, das ist schon cool gemacht. Und ein paar Details haben wir ja auch schon. Sogar richtig mit Anzeigen hier. Das sind zwar nur Texturen, ne, aber immerhin. Dann haben wir hier diesen Wagen. Noch einen Wagen. Dann haben wir hier einen offenen Wagen. Ja, also ohne Fenster. Sehr cool. Nochmal ein offener Wagen ohne Fenster. Nochmal einer ohne Fenster. Und dann hier nochmal zwei mit Fenster. Und das sind sogar unterschiedliche Modelle. Das ist ja so eine Art Gepäckwagen oder so. Weil seht ihr das? Hier ist noch eine Tür in der Mitte. Und hier nicht. Oder es gibt dann die Tür auf der anderen Seite. Nee. Tatsache, also der Wagen ist nochmal ein anderer. Wir sehen es ja auch hier an der Bestuhlung. Was ist dann hier drin? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Gepäckwagen, ne? Dass dann hier das Gepäck geladen wird. Und hier sitzen nochmal Leute. Und können die Fahrt hier genießen. Ist das nicht cool? Und jetzt machen wir mal Folgendes, weil es mich tatsächlich sehr interessiert. Wir gucken uns erstmal die Weiche hier vorne an. Okay. Wir erzeugen uns mal ein Fahrzeug. Nehmen mal hier die 363 als Leerlok und erzeugen sie mal. Ups. Jetzt habe ich sie in die Lok hineingespawnt.
So. Einmal hier hin, bitte. Und jetzt schauen wir mal, wie viel hier an Gleisen eigentlich noch liegt. Ach so, Moment. Komme ich von der anderen Seite rein? Ja, ne? Einmal rein in den Führerstand. So. Und jetzt rüsten wir mal ganz kurz den Führerstand auf. Es gibt, glaube ich, keinen Bremsschlüssel hier, ne? Wir müssen hier einmal Power auf ein. Treibstoffpumpe ist auf ein. Instrumentenbeleuchtung, ja bitte. Signalbeleuchtung ist jetzt gerade nicht so wichtig. Motorraumbeleuchtung auch nicht. Führerraumbeleuchtung auch nicht. Generalschlüssel auf an, genau, das ist wichtig. Motor läuft schon. Und dann müssen wir jetzt nur noch den Führerstand hier aktivieren. Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Dich einmal lösen. Dich einmal lösen. Und einfach mal losfahren. Und schauen, wie lang hier unsere Fahrt noch ist. Wir machen einmal ganz kurz ein Foto. Das müssen wir natürlich machen. Ich kann jetzt hier nicht einfach losfahren und diesen Zug hier zurücklassen. So. Einmal rangezoomt. Ja, sehr schön. Die Chiemseebahn heißt sie, glaube ich. So oder so ähnlich. Ja, also wirklich ein cooler kleiner Touch hier von der Strecke. Für diese Kleinigkeiten ist das doch, also, ne, es macht schon Spaß. So, natürlich passt das Ganze hier von den Schienen überhaupt gar nicht, weil das ist ja nur eine Meterbahn. Ja, also 1000 Millimeter. Und unser Fahrzeug hat 1435 mm Spurweite, glaube ich. Dementsprechend können wir mal hier auf die Karte gucken. Ja, auf der Karte ist nichts eingezeichnet von den Gleisen. Wir werden jetzt auch nicht viel schneller fahren, weil wir ansonsten bei den etwas engeren Kurven drohen zu entgleisen. Dass wir jetzt hier gegen ein Haus fahren, ist jetzt nicht weiter relevant, ne? Also, das hat dann keine Kollision in diesem Sinne. Und jetzt fahren wir mal einfach mal hier so die Strecke ab und gucken mal, wie viele Gleise hier gelegt worden sind. Wir haben halt keinen Schmalspur Diesel oder Dampfwagen, den wir hier benutzen könnten. Na klar, wir haben die Arosa-Bahn und so, aber das ist ja alles elektrifiziert. Na, jetzt fahren wir halt einfach durch Häuser durch. Das ist ja alles elektrifiziert. Dementsprechend können wir hier damit nicht fahren, sondern brauchen halt schon einen Diesel. Huch. Aha. Ja, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen von der Perspektive her interesting. Aber schaut mal an, wie viel Gleis hier eigentlich verlegt worden ist. Das ist ja unfassbar weit weg schon von der Hauptstrecke. Und wir können immer noch hier fahren. Und das ist schon wieder so etwas, wo ich dann schon fast vermute, vielleicht wurde ja mal irgendwann tatsächlich überlegt, ob das nicht weiter gebaut werden sollte, richtig als Strecke. Dementsprechend auch vielleicht das Fahrzeug, vielleicht wurde das ja erstmal tatsächlich entwickelt. Und dann gab es aber aus irgendwelchen ökonomischen Gründen, ja, musste man sich dann doch dagegen entscheiden. Huch, auch witzig. Aber das sind jetzt nur Vermutungen, ne?
Die Tatsache, dass wir auf Gras fahren, das liegt halt einfach daran, dass hier, ihr seht es da noch, es sind halt immer noch Gleise, die hier verbaut worden sind. Ich weiß gar nicht, ob wir die unter die Erde mal können. Ja, aber theoretisch. Da müssen wir jetzt auch mal ein Bild von machen. Das ist auch schon witzig. Das ist auch ein witziges Thumbnail, ne? So, wie schnell fahren wir eigentlich? Oh, doch so schnell. 50 km/h. Aha, schaut euch mal das an. Hier, bevor wir weiterfahren. Hier noch richtig viel an Gleisen verlegt worden. Es ist nicht nur ein Gleis, das hier irgendwo durch die Gegend führt, sondern das sind ja richtig Weichen. Das ist ja richtig viel, was hier an Gleis verlegt worden ist. Es geht ja auch noch in diese Richtung hier weiter. Und zwar vermutlich auch noch recht lang, einmal hier an diesen komischen Hügeln vorbei. Aha, okay. Ah, okay, das war's dann. Ja, gut. Also bis dahin wurden Gleise verlegt und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr gerade gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.